wieder faul. Wie geht das? Nun, diese Frage wurde mir hier über YouTube gestellt und gerne liefere ich heute die Antwort. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und wir helfen jedes Jahr eine ganze Reihe, hunderte von Menschen dabei, sich zu verwirklichen, sich selbstständig zu machen, zu wachsen oder das Unternehmen schließlich zu verkaufen. Nun, und alle haben die Frage, weil sie meistens selber Chef sind, wie sie sich motivieren, wie sie verhindern können, dass sie faul werden. Und hier gibt es eine gute und hier gibt es eine schlechte Nachricht für dich heute. Nun fangen wir mit der guten Nachricht zuerst an. Die gute Nachricht, die ich heute mit dir teilen möchte, ist, dass Faulheit etwas völlig Normales ist. Und ich lade dich heute ein, dass du auch ein wenig Selbstempathie, sagt man in der Beratungsszene, für dich hast, indem du akzeptierst, dass dein Körper dir keine Energie zur Verfügung stellt, wenn du ihm keinen Grund dafür lieferst. Nun, was bedeutet das ganz genau? Das bedeutet, dass deine Motivation ein Zustand ist ähnlich wie beim Gaspedal, wie viel du raufdrückst. Wenn du also beispielsweise nur ganz wenig raufdrückst, nun, dann wirst du mit 5 oder 10% Motivation durchs Leben fahren. Und wenn du Vollgas gibst, nun, dann geht es vielleicht hoch auf 80 oder auf 90% Motivation. Und unsere Sprache, die beschreibt lediglich diese Zustände. Das heißt also hier unten beispielsweise, wenn jemand so durchs Leben eiert mit 5 oder 10% Motivation von dem Potenzial, dann ist jemand faul. Und wenn jemand hier oben ist bei 80 oder 90%, ja, dann ist jemand motiviert, ja, dann ist jemand begeistert, dann ist jemand von sich selbst heraus intrinsisch motiviert und kommt und bleibt in Bewegung. Nun, das ist erstmal die gute Nachricht, dass wir in unserem Organismus dem ökonomischen Prinzip unterlegen, dass wir nur Energie bekommen, wenn es dafür einen Grund gibt. Das heißt, wenn du heute faul bist, nein, dann bist du kein schlechter Mensch, du bist kein fauler Mensch, du bist kein Versager. Du bist nicht unnormal und die anderen sind besser als du, sondern es geht einfach darum, dass du bisher noch keinen Grund, zu wenig Gründe gefunden hast, dich zu bewegen. Dein Unterbewusstsein ist noch nicht davon überzeugt, dass es dir Bewegungsenergie, Motivationsenergie zur Verfügung stellen muss, weil du eine Sache, einen Beitrag zu leisten hast. Du bist auf der Ebene der Ziele zielfrei. Wer zielfrei ist, ist auch motivationsfrei. Deshalb ist die erste wichtige Aufgabe, das zu erkennen, darauf rückzuschließen, wenn du gerade heute faul bist, dass es noch keine Gründe gibt zur Bewegung. Das bedeutet, dass die Antwort relativ leicht und klar auf der Hand liegt. Denn wenn du heute faul bist, dann fehlt dir etwas. Und das, was dir fehlt, nun, das nennt man auf der rechten Seite, auf dieser Seite Ziele. Wir sprechen also hier von Motivation, wo dich etwas hinzuzieht. Deine Hinzu-Appetenz-Ziele. Diese Dinge, die du hier einträgst, nun, das sollten nicht Dinge sein, die die Gesellschaft dir vorschreibt, die man so macht, die du gerade im Film gesehen hast, was deine Kumpels alle machen. Nein, hier geht es darum, dass du in dich hineinschaust, dass du in dich hineinkehrst, dass du intrinsisch unterwegs bist, zu analysieren, was sind deine Gründe, wo dein Motivationsmotor anspringt. Nun, das findest du nicht im Außen, das findest du nur in deinem Inneren. Jetzt gibt es allerdings auf der zweiten Seite auch noch Gründe, die dich motivieren. Das nennt man die sogenannten Weg-von-Motivatoren. Das sind also die Sachen, wo du weg von möchtest, du dein Leben nicht mehr haben möchtest. Und man nennt diese Art der Punkte der Motivation Aversion. Das heißt also, du möchtest weg von deinem Chef, du möchtest weg von deiner Arbeit, du möchtest weg aus der Stadt, aus dem Dorf, aus der Wohnung, aus der finanziellen Abhängigkeit. Hier gibt es auch sicherlich ein paar kleine Gründe und immer größer werdende Gründe, die du hast, die dich motivieren, die dich antreiben. Das Problem ist nur für deine Faulheit, dass die dich so lange motivieren, solange du nah an diesen dran bist, solange diese existent in deinem Leben sind und je weiter du dich von diesen wegentwickelst, desto schwächer werden sie, so wie der Übergewichtige, der schlanker wird und dann proportional mit der abnehmenden Gewichtssituation auch gleichzeitig abnehmend das Fitnessstudio besucht und die Ernährung wieder umstellt auf viele Kohlenhydrate. Das bedeutet also, die Aufgabe, die du hast, ist es aus den aversiven Gründen, ich möchte nicht schlank sein, ich möchte nicht arm sein, ich möchte nicht beim Chef arbeiten, diese zu spiegeln in die positive Entsprechung, in das Gegenteil und daraus Hinzuziele zu machen. Erst wenn du beides gemacht hast, wenn du Gedanken machst, wo du hin willst, zweitens dir Gedanken machst,
Wovon willst du weg? Und das auch noch in das positive Gegenteil entsprichst und das schriftlich dokumentierst, ein klares Ziel machst, dich dem verpflichtest, mit Menschen, Teams gemeinsam darauf hinarbeitest, in eine Rechenschaftsbeziehung gehst und das auch täglich niederschreibst, aufschreibst, kontrollierst, nun, dann wirst du feststellen, dass Faulheit ein Fremdwort sein wird. Du kannst es gerne ausprobieren, vielleicht noch nicht bei der großen Unternehmensgründung, so nach dem Motto, ich will jetzt eine AG gründen und ein Konzern werden, sondern fang vielleicht mit kleinen Schritten an, zum Beispiel dein Sport, dein Training, deine Bewegung, deine Ernährung, die Beziehung, all das, was du sofort heute verändern kannst und vielleicht im Geringen schon beginnst du einfach mit dem Pflanzengießen. Es geht also darum, dass du dir Gedanken machst, in dich hineinhörst, was deine Motivation nach oben schiebt. Und die schlechte Nachricht ist, dein Unterbewusstsein ist super ehrlich. Wenn du ihm nichts lieferst, was spannender ist als Netflix oder Fußballstadion am Wochenende, rein emotional das nicht überzeugt, dann wirst du den Kampf gegen dein Unterbewusstsein in der Regel verlieren. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, wenn du deinen Motivationsplan aufstellen möchtest, der dich persönlich wirklich antreibt, der dich motiviert, der dir hilft, aus der Faulheitskrise zu kommen. Nun, dann kannst du dich gerne mit uns zusammensetzen, denn du hast einen Gutschein, den du dafür nutzen kannst. Und wir helfen dir bei der Zielformulierung, insbesondere wenn es um eine Unternehmensgründung, eine Selbstständigkeit geht, einen Businessplan und einen Finanzplan zu schaffen. Denn beides, Businessplan, Finanzplan, hat immer etwas mit deinen Zielen zu tun, wo du hin willst. Und deshalb ist die einfachste Art und Weise, Businesspläne auch als Zielformulierung sich für den Rest des Lebens vorzunehmen. Nicht, um immer nur viel zu arbeiten, sondern um motiviert und begeistert zu sein. Zusammengefasst also, wenn du nicht motiviert bist, nun, dann hat das nichts mit dir zu tun, dass du falsch oder schlecht bist, sondern dir fehlt etwas, was du dir besorgen kannst. Und dazu lade ich dich heute ein, dieses zu formulieren, dieses zu identifizieren und auch deinem Unterbewusstsein zu kommunizieren. Gerne helfen wir dir dabei und du bist eingeladen, gerne unseren Kanal zu abonnieren oder weiterzuempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.